so ganz in weiß, die deutschen Damen auch. Christina Heidmann und hier mit der Nummer 13 Brian Eriksen und Marianne Eihild aus Dänemark. Die neunten der letzten Europameisterschaften und hier immer wieder mit der Nummer 15 Hawkins und Newberry, die seit 4 Jahren zusammen tanzen. Er war zuletzt Dritter bei Europa- und Weltmeisterschaften mit seiner Partnerin. In Pink mit der Nummer 16 Alan Shingler und Donna Shingler. Seine Frau, früher als sie noch Donna Rief hieß, waren sie schon mal Vierte bei Europameisterschaften. Mit der Nummer 1 Manfred Zehender und Michaela Heinzinger aus Österreich. 14. bei den letzten Europameisterschaften. Eine große Fläche, die es den Paaren leicht macht, den Raum sinnvoll aufzuteilen. Mit der Nummer 14 Jens Henriksen und Merete Sjögaard aus Dänemark, die 7. der letzten Europameisterschaften. Das ist Merete. Runde langsamer Walzer, Dreivierteltakt, 30 Takte in der Minute. So, die restlichen Paare. Da hinten kommen die Italiener. Jetzt kommen sie hier rein. Massimo Giorgiani und Alessia Manfredini, Weltmeister. Mit der Nummer 49 Aleš Cvetek und Miriam Zulek aus Slowenien. Mit der Nummer 61 das Paar aus der Slowakei, Milan Baciak und Petra Tomasovicova, die Tochter des Präsidenten und Turnierleiters. 48 Andrej Skufca und Katarina Venturini aus Slowenien, die ja Weltmeister über 10 Tänze sind und deren Ziel es war, in diesem Spezialwettbewerb unbedingt das Halbfinale zu erreichen. Ich denke, jetzt kennen Sie die Paare. Ab und zu noch mal ein Hinweis darauf, wer wer ist. Aber jetzt bleiben wir beim Tanz. Zweiter Tanz, erste Runde Tango. Also dieser Tanz mit den pointierten Bewegungen kontrolliert. Dann wieder weich und voller Anmut. Die Nähe wechselt mit Distanz. Dynamik mit Erstarrung, Provokation mit Hingabe und Verlangen. Also ein Wechselbad der Gefühle, der Tango. Und hier ist er, der Weltmeister Massimo Giorgiani. Dann kommen Ossenkopf David, hier unser deutsches Paar mit der 23. Und man erwartet einen großen Zweikampf zwischen Giorgiani, Manfredini und Hawkins Newbury. Denn in Blackpool, da waren die Engländer vor dem Weltmeister aus Italien. Also Tango.
Haben Sie es bemerkt, liebe Zuschauer? Die Versuche, den Kopf wegzuschütteln, abzuschütteln, die sind geringer geworden. Es wird harmonischer getanzt, auch mit der ruckartigen Körperbewegung. Und bei aller angestrengten Kontrolle muss ja darauf geachtet werden, dass es zu keiner Verkrampfung führt. Manfred Zehender, der österreichische Staatsmeister, seit 10 Jahren tanzt er zusammen mit Michaela Heinzinger. Und Sie, in einem blauen Kostüm mit einem lanzerrote-goldfarbenen Untergrund. Und hier wieder Hawkins, schauen Sie. Hawkins mit Hazel Newberry. Mit der Nummer 24 war hier das zweite deutsche Paar dabei, die Heidmanns aus Hamburg. Und die haben einen neuen Tango, naja, einigermaßen neuen Tango gebracht. Das ist der Turnierleiter Milan Tomasovic, ganz korrekt im grauen Frack. Die Gastfreundschaft haben alle Paare und auch wir in Bratislava genossen. Wiener Walzer. Taktwechsel, Tempowechsel, Dreivierteltakt und 60 Takte in der Minute. Das sind mit der Nummer 16 Alan und Donna Schingler. 13, 16, 23, und der Reiz des Wiener Walzers liegt nicht so sehr im Figurenmaterial, sondern im berauschenden, vorwärts drängenden Körperschwung. Mit der 13 hier Eriksen Eihild. Das Paar aus Dänemark. Und wissen Sie noch, wer die 44 ist? Kuznetsov Makarova aus Russland. Thank you.
Und noch einmal Taktwechsel und Tempowechsel. Hier Merete Sjögaard, die nette Dänin. Sie war bei den letzten Europameisterschaften auf dem 7. Platz mit ihrem Partner Jens Henriksen. Die Heidmanns, wie läuft es? Wie läuft es? Wir werden sie fragen. Jetzt also der Slow Fox, der eleganteste, der englischste Tanz, so will ich mal das Ganze formulieren. Beruht auf natürlichen Gehbewegungen und es ergibt sich dann aus dem linearen Schrittmuster die Noblesse dieses Tanzes. Schauen wir mal, da die Schinglers rechts mit der 16 und dann die Deutschen, die Heidmanns mit der Nummer 24. Jetzt sich für das Finale zu qualifizieren. Das ist nicht einfach. Da wird der gesamte Körpereinsatz verlangt. Trotzdem soll der Körperausdruck kontrolliert sein. Ausdruckskraft soll da sein. Die Balance muss stimmen. Und auch die Fußtechnik und die Körperlinie. Hier der Zehntänzer-Weltmeister Skupča, der Slowene, mit Katarina Venturini. Thank you.
Sechs Paare sehen wir also gleich wieder im Finale. Jetzt wird gerechnet. Giorgiani und Manfredini. Und dann zwischen Hawkins und Newbery um den ersten und zweiten Platz. Aber vielleicht können um den dritten Platz die Deutschen mit eingreifen gegen Schingler. Hier Zehender und Heinzinger aus Österreich im Finale. Ein Riesenerfolg schon für das Meisterpaar aus dem Nachbarland. Langsamer Walzer. Musikalisches Einfühlungsvermögen wird verlangt. Hier die Schinglers, sie tanzen ohne übertriebene Posen. Seit 11 Jahren tanzen sie zusammen, beide sind 27. Der Tango. Die Heidmanns, genauso wie Giorgiani Manfredini, zwar eine aggressive Tanzweise, aber sie geht nicht zulasten der Eleganz. Die ist wie eine Bogensehne. Da könnte man also eine ganze Reihe von Pfeilen abschießen. Hier kommen sie. Schauen Sie an. And I do, and I do, and I do, and I do.
Christina Heidt. Noch eine kleine Unterbrechung. Bleiben Sie dran. Shall we dance on the bright light of music? Shall we fly? Shall we dance? Shall we dance? Say goodnight and mean goodbye. All the chance when the last little star has left the sky. Shall we still be together and shall I surround each other? And shall you be my new romance? On the cliff, understanding that this kind of thing can happen. Shall we dance? Shall we dance? Was meinen Sie? Die Entscheidung ist gefallen. Großartig, beschwingt, feurig. Christopher Hawkins und Hazel Newbery. Nicht ganz so ausdrucksstark, so meine ich. Die Weltmeister, Giorgiani, Manfredini. Aber es kommt ja auch auf die Tagesform an. Und es kommt auch auf die Stunde an. In der Vorrunde Christopher Hawkins. Links daneben, da sehen Sie die Weltmeister, Giorgiani, Manfredini. Rechts dann die Schindlers und weiter rechts dann auch die Platzierten für den 5., 6. und 4. Platz. Da nochmal die Platzziffer, klare Entscheidung. Ein Punkt für Hawkins und Newbery mehr als für die Weltmeister. Klare Sache. Hawkins und Newbery tanzen als Ehrentanz ihren Lieblingstanz. Das ist der Quickstep, der Tanz, der ihnen hier die Meisterschaft brachte. Das war die Entscheidung. Nun ja, der Quickstep ist ein Tanz der Leichtigkeit, der Lockerheit. Und wenn Sie mal einen Stimmungsanschwung brauchen, liebe Zuschauer, wenn Sie Ihren Vulkan mal in Gang setzen wollen, dann tanzen Sie einen Quick. Und wenn Sie dreimal so viel Quick tanzen, wie Sie Prost sagen, dann gehören Sie zu den Aposteln der Fröhlichkeit. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ihr Hans-Joachim Rauschenbach.